Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Und heute machen wir mal zum Anlass, dass der neue Son Goku Skin in Schwarz rausgekommen ist, eine ganz schöne Challenge. Und zwar jedes Mal, wenn wir einen Kill mit diesem schwarzen Son Goku Skin machen, ändern wir den Stil. Wir müssen das wirklich nach jedem Kill machen. Deswegen mal schauen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Sagen, let's go, direkt rein in die Runde. Bam. So Leute, wir sind hier wieder in der Runde und ich würde sagen, wir landen in Gnotti Netz. Mal schauen, ob wir hier ein paar nice Kills holen können. Man konnte sich auch nur kurzen im FNCS Cup, aber wirklich nur im FNCS Cup, dieses gratis Item freischalten, wenn man da eine halbe Stunde geschaut hat. Das fand ich ein bisschen blöd, weil ich habe da erst nach diesem Cup reingeschaut und dann konnte ich es mir nicht mehr holen. Ist jetzt nicht so schlimm, es ist ein Backbling. Man muss jetzt nicht alles haben, aber ja, also für alle, die es nicht wissen, sich jetzt fragen, warum ich es nicht bekomme. Wenn ihr das Ganze erst nach dem Cup freigeschalten habt, nach dem FNCS Cup, konntet ihr euch das Ganze in Legends Landing nicht mehr spielen. Wollte ich nur sagen. Also nicht wundern, wenn ihr das Ganze nicht bekommt. Ich habe übrigens ein Story-Video schon gemacht, also schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Dort werdet ihr dann ein Story-Video sehen, also alle Infos zu Chapter 5, zu den neuen Spider-Man-Skins, alle neuen Infos. Also jetzt hier in der Challenge mache ich keine Infos noch zusätzlich, aber da drinnen auf jeden Fall im Story-Video sind alle Infos verpackt. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Zu Chapter 5 und viel mehr. Oha, diese Lagune hier gibt es einfach noch immer. Soll übrigens mehr von diesem ganzen Bambus-Zeugs und so weiter geben. Was ich richtig nice finde. In Season 3. Und dann halt auch noch in Chapter 5 wahrscheinlich. Soll jetzt immer mehr Erdbeben-Upgrades geben, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Und zwar haben wir jetzt schon hier, man sieht sogar auf der Karte hier diese ganzen Erdbebenrisse. Und davon gibt es immer mehr. Und wahrscheinlich wird Season 3 dann irgendeine Season werden, wo sich dann quasi diese Risse auseinander trennen und dann entstehen so riesige Schluchten oder so. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Bisher noch keine Gegner gesichtet. Aber die Bots sind gespawnt, die werden wir uns mal holen. Hier sind auch keine Gegner, lol. Wenn ich jetzt hier an den Bot sterbe, also dann glaube ich, dann ist es vorbei. Nee. Die sprayen schon immer ganz schön. Sonst gibt es hier nichts zum Abholen. Wenn ihr hier diese Lightsaber-Fähigkeiten habt, könnt ihr hier das einmal mit der Macht machen und dann ist ja alles weg. Also falls ihr nicht Full Gold seid, so wie ich, könnt ihr dann das ganze Gold auf einmal einsammeln. Ist ganz praktisch. Richtung Gegner, ich habe mich umentschieden. Let's go. Ich brauche nämlich noch einen Kill zum Switchen. Wo ist denn jetzt hier der Kollege? Na, wo bist du?
Kollege Schnürschuh. Irgendwer hat mich hier gerade angeschossen. By the way, ich muss mich ja full heilen, stimmt. Ich hab die ganze Zeit hier und heal mich nicht. Perfekt. So, 50. Und dann würde ich sagen, hole ich mir mal ein rotes Lichtschwert. Willst du den Fisch haben? Achso. Okay, das war irgendwie gerade ganz komisch mit dem Gegner. Der war auf einmal doch nicht da. Spannende Runde, muss ich sagen. Haben wir hier auch noch ein Lightsaber. Richtig nice das Ganze. Und hier kommen dann eben die Erdbeben, aber die waren schon. Also die Erdbeben-Events habe ich erst immer nach der ersten Zone. Kann aber auch eine Täuschung sein, das weiß ich nicht ganz genau. Kann auch sein, dass sie nach jeder Zone sind. Auf jeden Fall hier bilden sich immer weiter Risse fort. Die werden wahrscheinlich dann so auseinandergehen. Es wird wahrscheinlich noch das Live-Event sein, dass quasi sich diese Risse auseinander trennen. Also momentan noch nicht sehr besonders. Oha, hier sind die Risse erscheinend am größten. Also wahrscheinlich wird hier so irgendein Main-Spot sein, wenn wir hier dann das auseinandergetrennt bekommen. Okay, das sieht aber schon ein bisschen komisch aus. Weil hier gehen die Risse dahin und dann auf einmal in die Richtung. Ja, lass uns mal in den Fight gehen. Weil das wird echt langsam langweilig hier. Halten Sie durch. Wie viele sind das? Zwei? Oh nein. Auf den Kill. Wichtig. Jetzt muss ich mich... Oh nein, genau in dem Moment kommt der Perk. Jetzt muss ich erstmal verwandeln. Ich hoffe, ich werde nicht gesnappt, wenn ich jetzt gesnappt werde, ich schwöre. Bam! Wir haben es geschafft. So, jetzt schneller Revive hier. Sammel kurz die Krone ein, wenn du willst. So. Jetzt gehen wir hier schnell in den Busch. Da warten schon wieder die nächsten Gegner auf uns. Vielleicht werden wir wieder zum schwarzen Son Goku. Oder ich, besser gesagt. Stark. Bam! Ich wollte ihn unbedingt noch mit Lichtschwert killen. Mit seiner eigenen Waffe gekillt. So, wir healen uns wieder mit dem. Weil es hat schon seine Gründe, weil wir uns das dann fürs Late Game aufheben können. Und natürlich, wir switchen wieder. Wir haben natürlich einen Kill gemacht. Also switchen wir wieder.
Und wieder die nächsten Kandidaten. Sind wahrscheinlich die von der Insel. Die werden ein bisschen krasser sein, weil sie ja diese Fähigkeit haben. Obwohl die Insel stark. Ab ein, bam. Switchen. Nein. Bam. Und wieder. So. Und jetzt noch ein paar Teams, dann haben wir es sogar. Die Runde ist doch noch erlebnisreicher geworden. Zu beide? Ah nein. So. Ja, ich komme auch hoch. Let's go, let's go, let's go. Ich fahre hier mit meinem Anime-Auto. Hier sind wirklich welche, oha. Ab den einen, let's go, wieder anderer Stil. Und wieder der hier. Bom. So, und jetzt noch das letzte Duo, Skybase. Nur diese Raumschiffe von dem Todesstern nennen sich diese Dinger Imperialstationen. Die haben irgendeinen speziellen Namen. An die Star Wars Fans, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für Dinger da oben sind. Die haben einen Namen. Nice, kurzer Kronencheck. Oha, wir haben sogar schon die 20. Oh mein Gott, let's go. Wir haben gerade die 20 Kronenwins gemacht, das auch noch. Richtig, richtig cool. Nice, und würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, war eine richtig nice Runde. Würde ich sagen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Kronencheck. Ciao.